meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von und mit eurem Gameblamer. So, und wir gehen jetzt zu Ankunftsplatz. Das kann doch nicht richtig sein. Friedhof der Dunkelbestie? Nee. Albtraumfront, Unterrichtsgebäude, zweiter Stock. Nee, Menses Albtraum waren wir. Menses Albtraum. Da müssen wir hin. So. Da müssen wir hin und da müssen wir das Ganze erledigen. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen von Marcel Rousser. Und ich habe von Amazon eine Nachricht gekriegt. Was wurde denn da schon wieder verschickt? Bei mir wird ja andauernd irgendwas verschickt. Ach so, okay. Ein Ernährungsergänzungsmittel. So, ja, hier sind wir genau da, wo wir aufgehört haben. Hier hat uns auch der Wahnsinn kurz erwischt. Gott sei Dank ist das schon wieder vorbei. Wo kommt denn das die ganze Zeit her? Das möchte ich trotzdem einsammeln. Blutfiole, sehr schön. Hä? Hä? Der war doch gerade tot, oder? Oh, jetzt muss ich ganz schnell viel Blutfiolen nehmen. Weil wenn der Wahnsinn einmal Oberhand nimmt, dann wird das hier verdammt übel. Kommt das von dem Viech? Da, ja, super. Was lernen wir daraus? Einfach durchrennen, Gegner ignorieren. Klasse. So fängt doch ein richtig gutes Let's Play an, oder? Mit dem Tod vom Gameblamer. Ich würde mir jetzt gerne anhören, was der Marcel Rousser mir geschrieben hat oder beziehungsweise gesagt hat, aber ich weiß nicht, wie persönlich das ist. Wo ist eigentlich diese Kackspinne hin? Da oben. Ah. Die war vorhin noch da und jetzt ist sie da. Scheiß Viech. So, ich renne jetzt einfach durch. Ich hoffe, damit seid ihr einverstanden. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Oh. So, schnell meine Blutechos mitnehmen und weiterrennen. Weiterrennen, weiterrennen, weiterrennen. Nicht anhalten, nicht anhalten. Schön weiter, schön weiter. Oh, da ist was zu einsammeln. Mit sowas kriegt man mich immer. Oh, und überall kommen... So, kommen die immer noch? Dann mache ich sie jetzt kaputt. Drei auf einmal? Was ist denn bei euch kaputt? Schon mal was von Chancengleichheit gehört? Oh! Hallo, was ist da los? Das zweite Mal schon tot. Innerhalb von 3 Minuten? 2 Minuten? 3 Minuten? Wie lange geht das Let's Play? Zweimal gestorben? Was ist da los? Meine Fresse. Ja, jetzt wollen sie es wirklich wissen. Und es kommen noch mindestens, also es kommen noch 2 Endgegner auf jeden Fall auf uns zu. Und an einen weiß ich nicht. Wo ist das nochmal hier? Da war doch irgendwas mit Lumenflorgan. Es gibt noch 2 Endgegner, aber da weiß ich nicht, wie ich zu denen hinkomme. Das ist in der oben in der Kathedrale. Da muss ich vielleicht gleich mal gucken, dass ich da irgendwie hinkomme. Wenn wir das Spiel abgeschlossen haben quasi. Oh, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Wenn ich eins in dem Spiel gelernt habe, ist es, dass runterfallen schlecht ist. Da oben ist auch noch einer. Ah, das ist so ein Psycho-Viech. Guck mal, sieht ein bisschen aus wie Chewbacca ohne viel Haare. Hier. Kackschlangen. Oder Aale. Oder was auch immer die darstellen sollen. Die sind nervig, weil man die auch nicht so gut trifft. Boah. Da war jetzt aber auch ein Kampf hier. So, da sind meine alten Blutechos. Die sammeln wir auch noch kurz ein. Yeah. 158.000 Blutechos. Ach, diese Viecher sind das.
Aua, aua, aua. Hör auf, mit Steinen zu werfen. Das macht man nicht. So, ich krieg wieder eine Blutfiole. Da wirft noch einer mit Steinen, der da hinten. Gucken wir erstmal, was hier in den Seiten so rumliegt. Vielleicht ist da ja noch was, was wir looten können. Nee. Andere Seite? Da kann man dann gar nicht erst lang. Okay. Der König ist heimgekehrt. Kniet alle nieder. Oh, da hinten leuchtet was. Der Weg dahin ist aber viel zu gerade. Boah, sehe ich jetzt erst. Was ist denn das? Das könnte... Also für Nemesis Albtraum gibt es eigentlich keinen Endgegner. Ich gehe einfach mal hier außen lang. Ich möchte nicht, dass mir so eine große Spinne auf den Kopf fällt. Boah, was ist denn hier schon wieder? Hammer. Mal, einfach töten, bevor es überhaupt runterfallen kann. Das ist doch die schönste Taktik, oder? Keine Quecksilberkugeln mehr. Wissen des Verrückten. Auch sinnlos. Einfach mal anschießen. Und zack ist das Ding unten. Mich wundert nur, dass ich immer noch wirklich so kämpfen muss. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Komm, wir stürzen uns da drauf. Wir haben ja nichts zu verlieren. Außer unser Leben. Oh, 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 oh. Scheiße. Ich mit meiner großen Klappe. Ah, okay. Ja, dann wissen wir schon mal, dass wir uns mit denen nicht anlegen sollten. Obwohl, die große Spinne haben wir erledigt, wie ich es gesagt habe. Nur die kleinen Spinnen, das waren dann halt zu viele auf einmal. Schon ein bisschen ärgerlich, aber nur ein bisschen. Wir gehen jetzt gleich einfach ganz lieb außen rum, dann gehen wir über die Brücke, schießen erst auf die große, damit die runterfällt. Und dann sollten wir das Level diesmal schaffen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ihr mit mir das erlebt, dass wir ein Level ein paar Mal öfter anspielen müssen. Oh, 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 nein, bleib da hängen, da bleibt er hängen. Komm, renn, 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 Junge. Renn, Forest, renn. Renn. Nein. Die ganzen Steinwerfer. An den rennen wir auch vorbei. Weil einen Stein kann man schlecht ins Glashaus werfen. Ist ja kein Glashaus. Ich quatsch schon wieder Müll. Ja, natürlich. Meine Blutechos stecken natürlich alle in der großen Spinne. Ist schon klar. Ja, ist ja alles supi, ne? Dass die große Spinne hier reinhauen kann mit den... Das hasse ich bei dem Spiel wirklich. Dass die Kollisionsabfrage hier für'n Arsch ist. Die Spinne dürfte niemals eigentlich hier durch die Wände hauen können. Dürfte nicht können. Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Und das kotzt mich echt an. Weil ich... Ja gut, ich kann auch durch Wände hauen. Aber das ist nicht fair. So, jetzt schnell Blutfiole. Ja, also weil 181.000 Blutechos, das wollte ich dann doch nicht einfach liegen lassen. Was ist denn da? So. Wir gehen aber trotzdem nochmal da lang, weil da... man weiß ja nicht, was da oben noch auf der anderen Seite so rumliegt. Komm runter, Viech.
Tu nicht so, als wenn du nicht runter willst. Ich bin doch ein Lecker-Schmecker-Typ hier. Lecker-Schmecker-Typchen. Ein Lecker-Schmecker-Typchen. So. Oh, Quecksilberkugeln. Was verlieren die jetzt? Quecksilberkugeln. So. Das ist ein Flämmchen. Ach so, hier geht's tatsächlich nicht weiter. Okay, komm, stürzen wir uns runter. Und verlieren ausnahmsweise keine Energie dabei. Was ist da kaputt? Das Spiel muss kaputt sein. So. Schamanenknochenklinge? Was ist das denn? Und wofür brauchen wir das? Ist das eine Waffe? Ist es eine Waffe? Nein, es ist keine Waffe. Was ist es denn dann? Hier sind nicht, hier sind nicht, hier sind nicht, hier sind nicht. Ich schlage in den Boden, um blaue Funken zu erzeugen. Aha. So, triff Gegner damit, sie ihre Orientierung verlieren. Ja, so einen Blödsinn kriege ich hier schon wieder. Da braucht doch kein Mensch. Ich habe ein fettes Schwert, mit dem ich vor den Kopf haue. Danach brauchen die sich nicht mehr orientieren. Danach sind die tot. Ich höre das Baby. Ich höre das Baby schreien. Das ist wieder ein Jäger. Da hat man direkt gesehen. Weißt du, der springt so auf einen zu. Das kann nur ein Jäger sein. Zack. Andere Jäger sind für mich aber gar keine Herausforderung mehr. Das ist das Lustige. Blutsamen. Den können wir im Schloss bla 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 abgeben. Hier in Kanehurst. Müssen wir gleich mal bei der Laterne direkt mal weg. Und gucken, was wir dann kriegen. Dafür, dass wir einen Blutsamen haben. Die wollte ja einen. Da konnte man ja einen Blutsamen anbieten. Natürlich dann wieder eine interessante Geschichte. So, Kistchen. Machen wir doch gerne aufchen. Ja, schon wieder eine gelbe Wirbelsäule. Da kann man da noch nicht mal sagen, ob das jetzt abartig ist oder nicht, weil ich weiß nicht. Na gut, eine Wirbelsäule sollte eigentlich weiß sein, denke ich mal. Ne? Knochen sind ja weiß. Aber vielleicht gibt es da ja, weiß nicht, vielleicht die Wirbelsäule vom Chinesen. Vielleicht ist eine chinesische Wirbelsäule gelb. Guck mal, das ist ein Schamane, bestimmt. Das? Gut, es ist auf jeden Fall ein Aufzug, den man mal einmal benutzen sollte, damit er demnächst auch aktiviert werden kann. Und er geht weiter runter. Zu einer Lampe. Mega. Ja gut, das mit Kanehurst verschieben war jetzt. Was ist das für ein Hebel? Ach so, der ist auch für den Aufzug. Ah, das ist... Nee. Hä? Ah, okay. Wenn man dann links hoch geht von dem Dingen da, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, ist egal. Wir haben jetzt hier eh eine Laterne. Was soll ich mir hier jetzt einen abbrechen? Tschüss. Da dachten die können mich foppen. So, hier trampelt noch irgendwo so ein kleiner Trampler rum. Ich höre ihn doch. Da, boah, eine ganze Armee. Naja, drei. Aber für mich ist das fast eine Armee. Was sind denn das für Opfer? Boah, ich wette, die sind voll harmlos. Das sind irgendwelche Menschen, die hier gefangen sind. Hilf uns, hilf uns. Und ich schlachte die hier voll ab. Ein Spiegelchen. Wie viele Blutechos bringen die eigentlich? 467. Das ist nicht schlecht für so einen kleinen... Für so einen kleinen Hampelmann. Bestienbluttablette. Was kriege ich eigentlich noch so einen wertlosen Scheiß?
Benutzt, hat jemand von euch, der das Spiel spielt, mal Bestienbluttabletten benutzt? Also ich nicht. Und ich komme eigentlich ganz gut hier vor. Ach, boah, ich habe mich jetzt gerade erschreckt. Ich dachte jetzt gerade, das sind wieder so Spinnen. Oh. Versteckte Abzweigung. Blaues Elixier, mein Gott. Ey, weißt du, für sowas reiße ich mir hier den Arsch. Was ist das denn für einer? Auch wieder komisch. Komm, spring mal. Oh, der kommt auch direkt auf mich zu. Keine Zeit verlieren hier, ne? So, geh dahin, wo ihr hergekommen bist. Schmutziger Dunkeledelstein. Sehr schön. Da liegt auch wieder was rum. Ich habe doch vorhin noch das Baby schreien gehört da oben. Warum höre ich das Baby jetzt nicht mehr schreien? Was ist hier los? Ich glaube, ich sollte da möglichst nicht runterfallen. Oh. Kleiner Hampelmann. Hey, der versucht mich da runter zu schubsen. Gar nicht mal so dumm, das Viech. So, hier laufen wir einmal außen rum. Da ist ein Hofnarr. Ist das ein Hofnarr? Sieht so aus, ne? Zack. Der Hofnarr ist tot. Der König fühlt sich nicht belustigt. So, jetzt gehen wir ein Stückchen zurück. Da soll ruhig mal hier der Fregel da hinten kommen. Kann sich mal zwischen uns stellen. Dann habe ich nicht das Problem, dass ich abgeschossen werde, während ich gegen den kämpfe. Uiuiui. So, Hofnarr, ich habe genug gelacht. Stirb nun. Im Namen des Königs. Ich finde, dass ich eine Krone aufhabe, belustigt. Das belustigt mich, dass ich eine Krone aufhabe. Das finde ich toll. So, ich versuche immer noch den Schalter zu betätigen, immer vorher. Weil ich nämlich nicht genau weiß, was die Funktion des Aufzugs sichert. Irgendwie nie. Aber ich glaube, einmal benutzen, dann funktioniert der immer. Das reicht, glaube ich. So, ich höre irgendwas. Schmatzen. Das sind aber keine Krähen mehr. Krähen mit Hundeköpfen. Das ist neu. Und nicht sexy. Ja, da guckt er, ne? Jump'n'Run hier. Jump'n'Run Blamer. Gewusst wie. Komm da runter. Na also. Oh, die können sogar besser fliegen als die Krähen. Mein Gott, ein Aufzug nach dem anderen. Damit man sich auch gut verlaufen kann hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so hoch wie möglich muss. Oder so niedrig wie möglich. Da, ach, Hunde mit Krähenköpfen. Ja, jetzt haut er aber einen raus hier. Verwandtes Kaltblut, Blutsteinbrocken. Wenn ich das jetzt mal wüsste, ob ich hoch oder runter muss. Oh, ich höre das Baby. Naja, der Auftrag heißt ja, such das Baby. Ne? Oder finde das Baby. Hätte ja eigentlich klar sein müssen, dass das nicht so einfach zu finden ist. Ach, die stehen immer wieder auf? Oh ne, so wenn man sie nur halb abschlachtet. Aber das sieht doch schon mal so aus, als wenn ich auf dem richtigen Weg bin. Jawohl. Manche sagen Kosm.
Hört ihr unsere Gebete? Nein, wir sollten den Traum nicht ablehnen. Niemand kann uns fangen. Niemand kann uns jetzt aufhalten. Okay. Verrückter im Anflug. Wo ist er denn jetzt? Hat er sich verdrückt? Da ist er. Ach gut, anvisieren sollte man nicht machen. Bleib stehen, verrückter Knilch. Oh, oh, oh. Weg, 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 weg. Und Energie. Energie. Na, der steht wieder auf. Oh, majestätisch. Jeder bleibt hier, sogar gut. Aber Herr, nicht so schnell. Ja, toll. Das liebe ich ja. Gegner, die einfach auftauchen und verschwinden können, wie sie lustig sind. Das ist ja so mega fair. Ist das eigentlich richtig, dass ich jetzt hier lang laufe? Ah, ja. Da ist er. Habt es für den geistlosen Lohn getan. Jetzt gehört auch uns. Gebt uns auf. Was? Da runterspringen, dann bin ich doch tot. Naja, fast. Mach das Tor auf, du Drecksack. Da lang oder da lang? Ja, da lang geht's runter. Das bringt mir bestimmt nichts. Muss ich bestimmt hier hoch und da irgendwo runterspringen? Nee, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann komme ich ja wieder dahin, wo ich vorher war. Nein! Scheiße! Ach Mann, ey, das ist doch scheiße! Das ist doch echt scheiße, was ist denn das für ein Kackgegner? Mein Gott. Tja. Ob ich den irgendwie besiege und auf welche Art, das seht ihr in der nächsten Folge. Stay tuned, euer Gameplay-Mann. Ciao.